Willkommen hier am Samstag. Der HSV empfängt Werder Bremen. Ja, die Hamburger warten nach wie vor auf den ersten Sieg. Am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim gab es immerhin ein 2:2 Unentschieden. Und Werder Bremen ist nach der ärgerlichen Niederlage gegen Frankfurt wieder mittendrin im Abstiegskampf. Die stecken jetzt aktuell auf dem Relegationsplatz fest. Das heißt, auch die brauchen natürlich 3 Punkte. Wir sind mal gespannt, wie sich das hier im Nordderby entwickelt. Und ja, an meiner Seite darf ich natürlich Mucke begrüßen. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Hier ist schönes Wetter, obwohl es ja bei mir eigentlich arschkalt ist. Und ja, ich habe mit Bremen hier noch nicht so meine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe mich mit Bremen hier im FIFA noch nie gewonnen. Soweit ich mich erinnern kann, das muss sich heute ändern. Tut mir leid, lieber Hamburger. Ja. Oh, das war jetzt schön. Scheiße. Aber gut. Hält die Kasten sauer. Ja. Ja, ich hoffe einfach, dass Bremen sich jetzt hier durch mich ein bisschen befreien kann. Moment, ja nicht. Komm. Ah. Ja, ihr seid natürlich auch gefragt, was glaubt ihr, wer behält hier die Oberhand? Ein F davor in den Kommentar oder ein R davor? F steht für FIFA, R für das reale Match und dann das Ergebnis dahinter. Weil wir machen immer ein Tippspiel und ja, werten dann immer aus, wem ihr hier mehr die Daumen drückt oder wem ihr es mehr zutraut. Und alle, die da mitmachen und mal einen Kommentar schreiben, die werden dann am nächsten Spieltag im Video erwähnt. Und wer mit den Tipps auch noch richtig liegt, der wird unser Tippkönig. Vom letzten Wochenende gab es die Auswertung gestern in der Partie Freiburg gegen Leipzig. Oh, scheiße. Ach, Kacke. Wollte ich drücken. Boah, Adler, sehr mutig. Ja, Bremen besser in der Partie, muss man sagen. Die Hamburger haben hier Probleme. Schwein gehabt. Ja, der Pass war jetzt aber auch wirklich miserabel. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Ballbesitz hier sammeln. Ah! Nein! Scheiße. Na gut, dann machen wir es anders. Dann drehen wir halt um. Ja, auch trotzdem ist nicht mehr Herr Zenker. Kannst du knicken. Ja. Ein bisschen Ballbesitz sammeln und dann so ein Fehler, ey. Das ist echt. Komm. Oh, dann nimm ihn doch. Ja, dann immerhin Freistoß. Ja, nee. Also für mich war das, Und der wunderbar. Steht noch. Scheiße. Gut so. Nee, noch passiert das nicht. Komm, weg damit. Hey. Ich sehe eine gelbe Karte. Hundertprozentig. Ja. Naja, egal. Ja, egal. Scheiß drauf, ist ja noch gelb. So viele gab es für mich ja zuletzt eigentlich nicht. Das geht schon in Ordnung. Du wolltest ja beim letzten Spieltag unbedingt die 100 knacken, das hast du ja erreicht. Ja. Ja! Oh, Freistoß. Und auch ein Kasten. Oh, nein! Wofür das denn? Weiß ich nicht. Das schauen wir uns nochmal an. Das gucke ich mir jetzt. Das, also, ist gut. Also, Mucke sammelt die erste rote Karte an diesem Wochenende. Nee, ach Quatsch. Gelb, aber rot? Alter Schwede. Ja, schön. Ach. Bremen im Unterfall, das kann ja was werden. Ja. Ach, bitte schön. Schön. Bam. Oh. Nee. Ja, jetzt ist Tom natürlich besonders heiß. Er spielt ein Nordlicht. Ja. Aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oh. Ah. Geht immer noch 0:0. Ja. Gestern Abend gab es jetzt hier schon 3 Tore.
Oh, oh, ja, der war gut. Der war richtig scheiße. Oh, Mann, deswegen sag ich ja, Tom, mach dich nicht immer schlechter, als du bist. Der war doch gut. Komm, weiter. Mann. Na, geht's. Oh, Mann. Jetzt, ja. Ja, nein. Ja, nein. Ja, bam. Oh, geil, Tim. Auf jeden Fall, das hast du toll gemacht. Komm. Gestern habe ich eine Ecke verwandelt. Du aber bist jetzt sehr schlecht. Oh ja, ja, Mucke, danke. Ja, bitte, da stand keiner. Verlängern, genau, schießen. Oh, nee. Drunter fallen. Nicht schlafen. Oh Gott. Oh, herrlich. Oh, da geht mir die Sonne auf. Komm jetzt. Ah, die Hamburger kämpfen. Die Hamburger brauchen 3 Punkte. Ganz klar. Und mit Werder Bremen ist das ein Kandidat, der direkt unten steht. Das heißt, es ist so ein 6-Punkte-Spiel hier. Extrem wichtig, hier zu gewinnen. Ich meine, Ingolstadt hat ja auch am vergangenen Wochenende den ersten Dreier eingefahren. Ach, schade. Das heißt, nur die Hamburger bisher sieglos in dieser Saison. Sind die letzten. Ja. Und das spricht aber nicht gerade für den HSV. Nee. Nee, das spricht nicht für den HSV. Jetzt habe ich die aus dem Konzept gebracht. Hab ich gut gemacht. Ah, Bro. Nee. Ah, das gibt es nicht. Schön gehalten. Ich sehe noch eine Karte. Ja. Ja. Oh Mann, noch kein Tor, aber einige Karten. Das ist eine rote. Ja. Oh, das gibt's doch nicht sowas. Ja. Oh, da sitzt einer. Der hat auch keinen Bock mehr. Den will Halbzeit für Farben. Jetzt. Oh, Abseits. Abseits. Kein Abseits? Kein Abseits? Kein Abseits! Ja. Die Führung. Das war für mich Abseits. Das war für mich auch Abseits. Naja, gut, okay. 1-0 für den HSV. Nee, nicht gut, okay. Das Scheiße, das Bescheid. Nee, das für den Schiri gekauft. Vielleicht sehen wir das nochmal. Nee. Leider nicht. Also für mich war es eigentlich auch Abseits. Ja. Die Hamburger führen. Glücklich. Ganz, ganz glücklich. Auf jeden Fall. Schüsse 7-7 ausgeglichen. Ich habe ein paar mehr aufs Tor gebracht. Du mehr Ballbesitz, mehr 2 Kämpfe, Fouls 2-2. Dafür habe ich auch 2 gelbe Karten gesehen. Du eine rote. Ein Verletzten. Oh, der sitzen geblieben ist. Hat sich wahrscheinlich hier wehgetan. Ecken 2-2. Schussgenauigkeit. Bin ich besser? Passgenauigkeit. Du. Er hat sich wahrscheinlich die Popo-Knochen gebrochen. Ja. Oh, Mucke hat echt Schaden heute. Der Verletzte geht auch raus. Ja. Aber bei mir bleibt das alles erstmal so. Nee, bei mir wird komplett durchgewechselt. Jetzt will Bremen den. Ach, Bremen. Hamburg den Deckel zumachen, aber müssen sie erstmal an die Mucke vorbei. Boah. Gut. Nein! Ja! Die Hamburger machen gleich den Deckel drauf, komm. Ja. Also, tut mir leid, also, das war... Verdammte Scheiße. Was soll ich dazu sagen? Halt die Klappe. Du kriegst noch genug Gegentore. Oh. Der ist vorbei geflogen. Schön, komm, Hamburg. Dem kommt so gar nichts. Also Abschlüsse Mangelware. Oh. Das war nix. Komm. Oder willst du mal rot sehen? Ja. Ja.
Weiter, 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 rauf, rauf. Jetzt! Ja! Nein! Ja! Nein. Oh, Ecke! Oh nein! Scheiße, war das knapp. Oh nein, 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 nein. Ist das bitter. Schön. Gut so. Wo ist denn der Ball? Da. Jo, was für ein Pass. Ganz starke Nummer. Lasogga. Oh, leg ihn dir doch nicht so weit vor. Ey, jetzt hätten wir schon 3-0 führen müssen. Man kann es ja mal probieren. Oh, das tut ja weh. Also mich wundert es jetzt doch nicht mehr, dass der HSV da unten steht. Oh. Nee, das ist wirklich schlecht. Ja, super. Oh. Oh Gott. Ja, auch Bremen steht zurecht da unten. Oh Gott. Oh, scheiße. Gut so. Gut so. Jetzt halten die sich hier auch noch gegenseitig auf. Ja! Yeah. Ich kann mit Bremen einfach nicht gewinnen. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz wichtig, ganz wichtig. Voll der Fluch, ey. Hand, den habe ich zur Halbzeit oder nach der Halbzeit eingewechselt. Aber war der nicht haltbar? Ja, also... Der war eigentlich nicht so gut. Wie hast du vorhin gesagt, man weiß, warum Bremen da unten steht. Ja, allein schon das war ausschlaggebend. Weiter. Also halt mal fest, es hätte schon 4-0 stehen können. Ja. Oh, gut abgewehrt hier. War aber knapp. Das ist so nichts mehr. Das ist beschissen. Ich hasse es, mit Bremen zu spielen. Komm, komm, komm. Oh. Ist verletzt! Verletzt! Och, Mann. Wegen der Statistik hole ich ein bisschen auf. Ja, da führst du. So muss das auch sein. Auch in den roten Karten. Ey! Oh! Starke Parade. Das war strammer Strammschuss. Ja. Was habe ich jetzt gesagt? Strammschuss. Wieso auch noch nicht gehört? Wir verstehen dich, Mucke. Ja. Da. Ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja! Oh! Da muss man doch festhalten. Schade. Oh, es gibt hier nochmal gelb. Für dich, ja. Okay. Da, der verletzte Lasogga war das. Ja! Sehr schön. Ich bring die Leute um und schieße mit Bremen einfach keine Tore. Das ist Hand! Hand mit dem Doppelpack. Wieder deine Einwechslung, ne? Die sind zuletzt nicht schlecht. Sehr gut. Das zweite Tor nach einer Ecke an diesem Wochenende für mich. Das ist natürlich auch geil. Ah, da feiern sie ihn. Den Doppeltorschützen. Ecke, oh, Ecke, scheiße. Ecke. Was für ein Kack. Oh! Da ist das 3-1. Immerhin nicht zu 0. Immerhin nicht zu 0. Das dritte Tor nach einer Ecke an diesem Wochenende. Nun insgesamt. Ich fand aber der Kopfball vorher, der war schon sehr gefährlich. Ja. Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt. Boah, das war knapp. Ja, den Kopfball hatte ich ja auf der Linie noch gerettet. Abwehren können, genau. Also 4 Tore in diesem Match. Hat es doch noch geklingelt jetzt hier. Ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Ah, der war drüber. Dass da keiner rangeht, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Fand ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Glaube ich dir. Nee. Ui!
Shit. Hätte das nicht beim Strafraum sein können? Nein. Oh, keine Karte? Doch. Das muss Gelb geben. Aber der Schiedsrichter sagt nö. Glück. Großes Glück hier. Oh, da ist keiner mehr. Da. Doch einer, ganz alleine. Ja. Oh! Das war knapp. Schön gesehen, genau so. Ach, Mann! Der war dann doch deutlich vorbei. Ja. Kommt! Ja! Ja? Ja, genau. Hände hoch. Warum pfeifst du nicht? Weil es fair war. Ja, bam. Hallo. Ah, Gott. Da oben. Ja, schön verkackt. Er war gewollt. Ja. Hey, kommt jetzt. Schön. Mit dem Arsch. 3 Minuten nach Spielzeit. Oh, ey, und dann wieder so ein Fehlpass. Da geht wieder doch. So ein Fehlpass. Ja. Schön mitgenommen. Der Verletzte, der kann nicht mehr rennen. Ach, natürlich kann er das noch. Nein. So, wir gewinnen. Sind schon um? 3-1. Ja, tut mir leid, liebe Bremer. Der Fluch bleibt hängen. Wenn Mucke die spielt, gibt's keinen Sieg. Das. Oh, guck, jetzt belohnt sich. Ich habe mich mit dem ersten Dreier direkt mit dem Pokal hier. Ein Denkmal für die Spieler wird gesetzt. Schüsse 16-12, 10-5 davon aufs Tor. Du mehr Ballbesitz und mehr Zweikämpfe, ich mehr Fouls. 3 gelbe Karten gab es. Du hast eine rote gesehen und 2 Leute von mir getötet. Ecken 4-3. Einige sind davon noch reingegangen. Schussgenauigkeit bin ich besser, Passgenauigkeit du. Das war der Auftakt jetzt hier am Samstag. Nachher geht es ja noch weiter gegen, mit Bayern München gegen Leverkusen. Und morgen haben wir für euch Schalke gegen Darmstadt und Hertha gegen Mainz. Also freut euch auf noch mehr FIFA-Power und Action. Bis nachher. Tschüss. Tschüss.